Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Doppelhaushalt haben wir eine stolze Bilanz vorzuweisen. Der Kulturetat erhöht sich im Jahre 2016 um 33 Millionen Euro und um 33 Millionen Euro auf rund 505 Millionen Euro und im Jahre 2017 um sage und schreibe rund 50 Millionen Euro auf dann 522 Millionen. Dieser Kulturhaushalt ist ein deutliches Bekenntnis zu Kunst und Kultur. Wir unterstützen das Markenzeichen unserer Stadt, unsere vielfältige Kulturlandschaft, die von Berlinerinnen und Berlinern geschätzt wird und die Berlin zu einer der beliebtesten Städte Europas macht. Aber, und ich betone das immer und immer wieder, wir fördern Kunst und Kultur vorrangig, weil Kultur ein öffentliches Gut ist und weil Chancengleichheit und Gerechtigkeit als Grundwerte unverzichtbar sind für die Entwicklung aller Fähigkeiten und Talente. Und da fängt die kulturpolitische Arbeit an, nämlich sicherzustellen, dass die Teilhabe aller gewährleistet ist. Darum investieren wir in kulturelle Bildung, um die Teilnahme und das eigene Erleben für alle zu sichern. Der Projektfonds Kulturelle Bildung wird fortgeführt. Fast 50.000 Kinder und Jugendliche haben an dem Programm teilgenommen und mehr als die Hälfte hatte Migrationshintergrund. Aber insbesondere fördern wir mit diesem Haushalt die frei arbeitenden Künstlerinnen und Künstler. Die freie Szene erhält zusätzlich 7,5 Millionen Euro in 2016 und in 2017 sogar 9,5 Millionen Euro mehr. Hinzu kommen noch die zusätzlichen Anteile aus der Citytex. Wir zahlen erstmals Ausstellungshonorare für bildende Künstlerinnen und Künstler. Berlin ist damit das erste Bundesland, das diese Gelder für Ausstellungen in landeseigenen Einrichtungen zahlt. Wir stellen Gelder für die Einführung von Honoraruntergrenzen in der darstellenden Kunst zur Verfügung. Wir erhöhen die Förderung der Ankerpositionen, insbesondere der Projekträume. Wir haben die Mittel für Arbeits- und Recherchestipendien erhöht. Das Atelierprogramm bleibt natürlich erhalten. Wir stellen zusätzliche Gelder zum Ausbau des Atelier- und Arbeitsraumprogramms zur Verfügung. Es war ein langer Weg, sich mit der Koalition der freien Szene zu einigen, der uns Kulturpolitiker der Koalition stark gefordert hat. Aber es hat sich gelohnt. Die Förderung der freien Szene ist mit Abstand die höchste, die es in Berlin je gegeben hat, und sie ist bundesweit einmalig. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Dass es uns gelungen ist, ein einvernehmliches Ergebnis zu erzielen, könnte ein Modell sein, wie zukünftig die Zusammenarbeit zwischen politischen Akteuren und der Zivilgesellschaft funktionieren kann. Ich will hier auch dem regierenden Bürgermeister danken, der seine Zusage, die freie Szene ausdrücklich zu stärken, wahrgemacht hat. Selbstverständlich haben wir auch unsere institutionell geförderten Einrichtungen gestärkt. Allen wird ein Inflationsausgleich von 1% gezahlt und erstmalig werden Tarif- und Sachkostensteigerungen bei den Sprechtheatern übernommen. Es ist uns gelungen, das Digitalisierungsprogramm Digitale Welten zu etablieren zur Stärkung der Arbeit der ZLB und der Bezirksbibliotheken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dies ist meine letzte Haushaltsrede im Berliner Abgeordnetenhaus und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich so viele gute Neuigkeiten heute verkünden konnte. Vielen Dank. Applaus